Es gibt heute im Vorfeld der Zahlen von Google und Microsoft wenig Bewegung an der Wall Street. Vom DAX brauchen wir gar nicht reden. Der ist irgendwie gefühlt schon seit Wochen irgendwie im totalen Koma. Aber bei den US-Indizes passiert heute auch nicht so wahnsinnig viel. Leichte Schwäche beim Nasdaq, nachdem der gestern der stärkste Index war. Okay, deswegen haben wir Zeit, uns mal das übergeordnete Bild ein bisschen anzuschauen. Und das, was vielleicht das Einzige, was den Aktienmärkten wirklich gefährlich werden kann, das ist die Inflation. Und die Inflation steigt dann, wenn die Rohstoffpreise steigen, wenn also die Kosten für die Unternehmen steigen, dann sagen die Unternehmen, wir müssen diese Preise an die Konsumenten weitergeben. Und die Konsumenten sagen dem Arbeitgeber, guckst du, die Lebenshaltungskosten sind deutlich gestiegen, ich brauche höhere Löhne. Und zack, hat man Inflation. Und auf diese Inflation müsste die Fed dann reagieren, vielleicht schneller als gedacht. Und die Fed sagt ja, oh, diese Inflation, die ist transitory, die ist vorübergehend, kurzer Anstieg, dann vorbei. Nichts deutet darauf hin derzeit, dass dem so ist, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Warum? Weil diese Preissteigerungen normalerweise von Lieferanten, von Unternehmen nicht irgendwie 2-3 Wochen später wieder zurückgenommen werden, sondern die sind here to stay, die bleiben. Und da wird sich die ganze Geschichte nicht so schnell ändern. Schauen wir uns die Dinge mal im Einzelnen an, da gibt es interessante Grafiken. Zunächst mal das, was man als normales CPI bezeichnet, also als die normalen, die offiziellen Verbraucherpreise, und die Covid-adjusted CPI, also die sozusagen Corona-adjustierten Preise, nämlich das, was die Amerikaner, und das gibt es leider nur in den USA, in Deutschland sind wir weit entfernt von solchen Daten, was die Amerikaner faktisch gekauft haben, nicht was sozusagen im Währungskorb jetzt vorhanden ist. Und wir sehen, die Inflation ist dann höher oder die Verbraucherpreise sind höher als die offizielle Inflation. Unten sehen Sie eine Grafik, wo die Unternehmenslenker in den sogenannten Earnings Calls, also in den Konferenzen mit Analysten, sich äußern und sagen, Inflation ist ein großes Thema, das ist eine steile Kurve nach oben. Und das wird bestätigt durch verschiedene Rohstoffpreise, die massiv steigen. Damit steigen, wie gesagt, die Kosten für die Unternehmen. Wenn das Ganze nicht auf die Marge der Unternehmen gehen soll, dann müssen sie die Preise erhöhen. Dann kommen die Konsumenten, sagen wiederum ihren Firmen, oh, ich brauche mehr Lohn, und zack, ist eben die Inflation da. Kupfer, Aluminium, Bauholz, die Rohstoffhosse bringt Inflationsangst. So hatten wir heute einen Artikel auf finanzmarktwelt.de und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir sehen hier Kupfer jetzt fast bei 10.000 Dollar, ganz knapp drunter. Wir haben also jetzt das, was teilweise in mehr als 10 Jahren verloren wurde an Preis, ist innerhalb eines Jahres plötzlich wieder dazugekommen. Das sind sehr, sehr steile Kerzen und wir sehen das auch etwa bei Sojabohnen. Da haben wir jetzt den höchsten Kurs seit 2012. Wir sehen Wheat ist alleine im April 21% gestiegen. Corn, also Mais, hat sich verdoppelt im letzten Jahr. Sojabohnen sind 11 Tage hintereinander gestiegen. Also da sehen wir, da ist schon irgendwie was in der Mache. Das ist jetzt nicht mehr normale Preissteigerung bei dem einen oder anderen Rohstoff, sondern das passiert schon auf breiter Front, sowohl bei Agrarrohstoffen als auch bei anderen Rohstoffen. Hier haben wir Lumber, Bauholz, in den USA extrem wichtig, weil mit diesem Lumber eben gebaut wird, Häuser gebaut werden. Jetzt haben wir hier teilweise in Deutschland schon Knappheit, weil unser Holz in die USA exportiert wird, weil die bauen wir die Weltmeister. Wir sehen hier, die Lumber Futures sind von 252 Dollar im Juni 2020, also nicht mal vor einem Jahr, auf jetzt 1446 Dollar gestiegen. Das sind dann, wie Sven Henrik bemerkt, Smooth Market Functioning Charts. Das war ja das Mantra der Fed, als sie diese ultralaxe Geldpolitik eingeführt hat. Ja, wir wollen, dass die Märkte gut funktionieren, smooth functioning. Und ja, das sind gut funktionierende Märkte, muss man sagen. Gratulation an die Fed, das habt ihr gut hingekriegt. Dagegen ist ja Viagra letztendlich ein Totalausfall, was wir hier sehen. Also das ist natürlich mit smooth market functioning überhaupt nicht mehr zu erklären, sondern ist Ausdruck einer galoppierenden Assetpreisinflation, die nur natürlich noch nicht sich in den offiziellen Verbraucherpreisen CPI widerspiegelt, aber auch da sind wir ja deutlich gestiegen. Wir haben jetzt allein einen Anstieg bei Lumber von 60% in einem Monat. Okay, das ist, wie gesagt, wenn ich ein Haus in den USA bauen will, dazu gleich mehr, natürlich ein Faktor. Dann haben wir Palladium.
Neues Allzeithoch heute. Wichtig für die Autoindustrie, wird in Katalysatoren sehr stark eingesetzt. Wir haben insgesamt jetzt die Situation, dass wir bei den Rohstoffen, da gibt es einen Bloomberg Commodity Index, der sehr breit aufgestellt ist, dass wir hier an einer entscheidenden charttechnischen Marke sind. Wenn wir da drüber gehen und Sie sehen hier diesen Chart, dann wäre das Feld wahrscheinlich offen, dann könnten wir ganz andere Kurse sehen. Also da sind wir jetzt an einer Wegscheide. Entweder es geht jetzt zurück, wir sehen also fallende Rohstoffpreise, oder es geht weiter. Dann wird die Fed mit Sicherheit nicht recht haben mit ihrer Transitory Inflation, sondern dann ist die erstmal dauerhaft, here to stay, die wird bleiben. Genau das ist das Thema. Und wie gesagt, das ist das, was den Aktienmärkten gefährlich werden kann, weil die Märkte müssen darauf reagieren. Der Kapitalmarktzins muss nach oben, Liquidität wird teurer, die derzeit ja noch sehr günstig ist, und die Fed muss früher auf die Bremse treten. Wahrscheinlich werden die Märkte diesen Job schon so erledigen für die Fed, die hinter der Kurve ist, die Märkte etwas vor der Kurve, dann fährt die Fed mit etwas zu viel Tempo in die Kurve, muss dann auf das Bremspedal drücken mit einer Vollbremsung, und genau das werden die Märkte antizipieren, wenn es denn so kommen sollte. Nochmal zurück zu den Hauspreisen in den USA, alleine jetzt in einem Jahr 12% gestiegen, wie der Case-Shiller-Hauspreisindex zeigt. Aber wenn wir uns mal anschauen, wenn wir das mit der offiziellen Inflation abgleichen, also wie stark ist die Differenz zwischen dem Anstieg der Hauspreise und dem Anstieg der offiziellen Inflation, dann sehen wir, was wir kurz vor Platzen der der Immobilienblase in den USA, also 2007 begann das Jahr. Die Finanzkrise kam dann erst ab 2008, aber 2007 fielen die Preise, schon sogar Ende 2006 fielen die Immobilienpreise in den USA, hat nur keiner so richtig gemerkt oder zur Kenntnis nehmen wollen. Wir sind jetzt also auf genau dem gleichen Niveau, was den Abstand der Hauspreisinflation zur offiziellen Inflation betrifft, finde ich eine sehr, sehr interessante Grafik, die das mal auf den Punkt bringt. Die Frage ist, gehen hier die Preise weiter nach oben, dann wäre das durchaus nicht ungefährlich, vor allem für diejenigen, die sich jetzt hoch verschulden, weil die Hypothekenzinsen sind niedrig, da sagt man sich, ah, super, wir haben doch das Haus als Sicherheit, dasselbe Schema, was wir damals in der Immobilienblase hatten. Wieso? Wo ist das Problem? Ich bin hochgehebelt mit Krediten, aber mein Haus ist doch viel wert. Nur wenn das Haus dann aus irgendwelchen Gründen weniger wert ist, dann entsteht eben das Problem. Damals für viele Amerikaner noch das Glück, dass eben dann die den Schlüssel abgegeben haben, dann gehörte das Haus der Bank. In Deutschland ist das so, da bist du in der Privathaftung für Jahre, das Haus ist weg, aber die Schulden bleiben. Das ist in den USA anders. Jetzt reagieren natürlich die Amerikaner auf diese gestiegenen Preise. Und hier eine Umfrage, wie besorgt bist du über ansteigende Kosten jetzt für deinen Haushalt insgesamt? Dann sagen 46% sehr besorgt, 41% sagen, ja, ziemlich besorgt, der Rest arbeitet offenkundig bei der Fed, also diejenigen, die hier nicht besorgt sind, sind wahrscheinlich die einzigen. Natürlich sind es vorwiegend diejenigen, die wenig Geld verdienen, die natürlich dann besonders durch einen Anstieg der Preise stark getroffen wurden. Jetzt ist hier aber die Aussicht noch so, und das haben hier die Firmen, die in verschiedenen Einkaufsmanager-Indizes befragt werden, klar gemacht. Also wir erwarten steigende Preise, weiter steigende Preise für Finished Goods, also für fertiggestellte Güter. Hier sehen wir, dass hier die offizielle Inflation, die da noch weit hinterher hinkt, also CPI, deutlich steigen könnte, wenn dem so wäre, vielleicht sogar auf, ja, 4-5%. Das wäre natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Und wir sehen jetzt hier anhand des Dallas Fed Index, dass die Erwartung für steigende Löhne, steigende Entlohnung seitens der Arbeitnehmer, die ja reagieren müssen auf diese steigenden Kosten, so hoch ist wie noch nie. Also ein neues Allzeithoch bei der Lohnsteigerungserwartung, die werden jetzt fordern, gib uns mehr Geld, sonst kann ich meine Miete nicht mehr zahlen, kann meine Lebenshaltungskosten nicht mehr wirklich bedienen. Und das zeigt, was jetzt noch fehlt. Wir haben schon die steigenden Rohstoffpreise, jetzt bekommen wir dann absehbar wahrscheinlich die steigenden Löhne, weil die Leute unruhig werden und sagen, guckst du, die Preise steigen überall, ich brauche Ausgleich. Und genau das ist der Punkt. Keinen Ausgleich brauchen diejenigen, die sehr, sehr reich sind. Und die wären nämlich auch von dieser Kapitalertragssteuererhöhung betroffen, die Joe Biden plant, nämlich diejenigen, die
mindestens 1 Million Dollar im Jahr verdienen, sind etwa 0,32% der Amerikaner. Aber insgesamt schlummern da wohl so 1,5 Billionen noch an unrealisierten Kapitalgewinnen bei den Amerikanern. Und als das letzte Mal eine solche Kapitalertragssteueranhebung kam, da wurde einiges verkauft. Da hatten sie ungefähr 1% ihrer gesamten Assets verkauft, um das zu umgehen. Und das waren damals 120 Milliarden Dollar. Apropos Joe Biden, wir erinnern uns, Donald hatte ja gesagt, oh, wenn der Joe Biden sollte der Präsident werden, was ja kein Mensch glaubt und sowieso nicht möglich ist, dann werden wir einen Crash an den Märkten sehen. Ja, dieser Crash war allerdings aufwärts gerichtet. Bidens erste 100 Tage haben die stärkste Rallye in den letzten 75 Jahren gezeigt, beziehungsweise die beste Performance eines Präsidenten seit Amtsantritt, hat natürlich teilweise mit dem Präsidenten nichts zu tun, let's be clear, sondern das ist die Fed-Politik, das ist die Inflationierung von Assetpreisen an allen Fronten, die ich vorhin gezeigt habe. Und diese Inflationierung, die sieht so ein bisschen aus, zumindest charttechnisch, wie eben zwischen März und April 2020. Jetzt haben wir genau 11 Jahre später, zwischen März 2020 und April 2021, ein völlig ähnliches Muster mit einer winzig kleinen Zwischenkorrektur, wie Sie hier sehen. Und dann geht es wieder parabolisch nach oben. Ähnliches Muster, also wie wir das gesehen haben, schon einmal geht das so weiter. Wird natürlich auch ein Stück weit jetzt im kurzen Zeitfenster von den Zahlen von Google und Konsorten abhängen. Gestern hatten wir ja Tesla und hier gibt es einer der wenigen Tesla-Bären, die so ein bisschen das sagen, was ich sage. Die Verkäufe in den USA waren rückläufig. In China werden sie richtige Probleme bekommen. Sie haben eben Marktanteile verloren in Europa und China, spricht allerdings keiner drüber. Jetzt gibt es auch noch die Nachricht, dass die Inbetriebnahme in Grünheide, also in Berlin, frühestens im Oktober stattfinden wird. Da geht es um Genehmigungsgeschichten. Das wird sich alles weiter verzögern aufgrund der Klagen gegen diese ganze Fabrik durch vor allem Umweltverbände. Jetzt ist es so, Tesla hat ja nur eine vorläufige Genehmigung und müsste, wenn dann die Genehmigung endgültig nicht erteilt wird, alles wieder auf eigene Kosten zurückbauen. Das wäre ein ziemliches Desaster für Tesla und wahrscheinlich für den gesamten Standort. Und interessant vielleicht nochmal auch in Sachen China. China hat jetzt bekannt gegeben, das erste Mal seit 1949 eine rückläufige Bevölkerung zu haben. Man wird ja sehr bald von Indien überholt als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Also hier der demografische Faktor, der wird auch in China zuschlagen. Das wird für die Chinesen noch ein richtiges Problem. Die haben ja fast nur alle ein Kind. Diese Einkinder sind oder diese Einzelkinder sind natürlich verwöhnt. Die sind nicht mehr wie ihre Eltern und vor allem Großeltern bereit zu kämpfen, die aus den schwierigsten Lebensverhältnissen kommen, sich nach oben arbeiten wollen. Wirtschaftlich, denen wird sowieso alles in den Hals gesteckt, so ganz ähnlich wie bei unseren Kindern, by the way. Aber sei es drum, also hier ein wichtiger Faktor mal als übergeordneter Gedanke, dass Sie das mal hören. Und wir werden, wenn Sie da zuhören bzw. sich das anschauen wollen, heute die Zahlen von Google bringen, 22.15 Uhr auf finanzmarktwelt.de. Schauen Sie da rein, hier sehen wir unten den Google-Chart, starker Anstieg ja auch seit Anfang 2021. Jetzt ist es so ein bisschen müder geworden um Google. Eine Korrektur wird dadurch ein wenig wahrscheinlicher, aber ansonsten können Aktien ja nur steigen, meine Damen und Herren. Das wissen Sie ja und ich bin ein großer Anhänger dieser These, dass Aktien nur steigen können. Also, wir sehen uns heute vielleicht 22.15 Uhr bei finanzmarktwelt.de. Jetzt wünsche ich schöne Feierabend gehabt zu haben und sage Servus und Ciao.